In diesem Video erkläre ich, wie es mit einem Tesla ist, wenn man zu Hause nicht laden kann. Ich habe mir einen Tesla geholt und ich kann zu Hause nicht laden. Das ist für viele schon irgendwie schwierig zu begreifen, da, glaube ich, die Meinung herrscht, man lädt zu Hause über Nacht und dann kann man am nächsten Tag fahren. Und ich glaube, für viele Menschen, auch gerade in eng bevölkerten Gebieten, in Städten, wird das eigentlich sogar der Regelfall sein, dass man nicht zu Hause laden kann. Außer man hat in der Tiefgarage eine Wallbox. Das habe ich hier zum Beispiel bei mir am Büro auch nicht. Und ich muss halt einfach an Ladestationen laden. Und da wurde ich schon häufiger gefragt, Achim, kommst du damit klar? Wie ist das denn? Und stört dich das nicht? Weil ist ja nicht wie eben tanken, 5 Minuten. Und nee, am Ende des Tages ist die Antwort ganz einfach. Ich habe einfach den Prozess des Ladens in meinen Tagesablauf mit eingearbeitet. Und ich beherzige auch noch das Motto ABC, Always Be Charging. Also sprich, das Auto wird so oft geladen, wie es möglich ist und nicht einfach, sag ich mal, runtergefahren, wie man es vielleicht mit dem Benziner macht, irgendwie bis noch ein paar Liter drin sind, dann wird aufgetankt und dann hat man wieder volle Reichweite. Was heißt das am Ende des Tages? Also ich habe ja die Tesla Supercharger, da kann ich auch aktuell noch umsonst laden. Und der nächste Supercharger ist bei mir in Kamen, ich bin in Dortmund, da fahre ich halt auch schon ein Stückchen hin, das ist nicht eben um die Ecke. Und ich verbrauche da schon allein für den Weg schon wieder 5% Akku, also sprich hin und zurück, so ein 10% Akku, einfach nur verbraucht, wenn ich irgendwo hinfahre, laden. Wenn es auf dem Weg liegt, mache ich es natürlich. Die Supercharger sind immer sehr schnell. Das macht Sinn, erst recht, wenn man noch umsonst lädt. Zum Glück baut Tesla gerade in Bochum, im Ruhrpark, auch neue Supercharger. Und die sind wirklich schnell für mich zu erreichen und sind dann sehr wahrscheinlich für mich die beste Lösung, um das Ding mal wirklich voll zu laden. Ansonsten, es gibt Ladesäulen, hier zum Beispiel in Dortmund, über die gesamte Stadt verteilt von verschiedenen Anbietern. Und auch da kam wieder so ein Vorurteil, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die gesagt haben, ja, da musst du doch tausende von Karten haben, um laden zu können. Und ist das nicht zu kompliziert? Und auch dass die Preise, so wie unterschiedlich die sind. Und auch da, nein, es ist eigentlich total einfach. Ich habe mich für ENBW, Mobility Plus, entschieden. ENBW ist halt aus Baden-Württemberg, sind aber ganz deutschlandweit aktiv logischerweise, sonst wird es ja keinen Sinn machen. Und die haben sogar einen ADAC-Tarif und ich bin im ADAC. Und dadurch ist der Preis wirklich super, 29 Cent die Kilowattstunde. Wenn ich langsam lade und wenn ich am Schnelllader lade, dann 39 Cent. Das ist ein guter Preis, der matcht halt auch andere Preise, wie zum Beispiel auch vom Tesla Supercharger, wenn man zahlt. Und da habe ich die App installiert. Über die finde ich auch die diversen Ladestationen und kann dann in der App die Ladestation auswählen und kann es direkt zum Tesla auf das Display, auf die Navigation rüber beamen mit dieser Senden-An-Funktion auf meinem iPhone zum Beispiel. Bei Android wird es auch gehen. Und dann fahre ich entsprechend zu einer Ladesäule, schalte die auch in der App frei und lade dann den Tesla voll. Die haben mir zwar auch eine Karte geschickt, die ich dann an die Ladesäule dranhalten kann. Die habe ich im Auto liegen als die Notfalllösung, aber eigentlich mache ich alles mit meinem iPhone in der App. Das ist total entspannt und durch dieses ABC-Konzept, Always Be Charging, wenn ich zum Beispiel einen Friseurtermin habe, dann gucke ich, ist da eine Ladestation in der Nähe, ist die frei, stelle mich dahin, stöpsel ihn an, gehe zum Friseur und wenn ich zurückkomme, habe ich wieder ein bisschen was geladen und komme weiter. Damit fahre ich super. Ich habe dann noch ein paar andere Sachen einfach umgestellt. Beispielsweise bin ich früher immer bei Real einkaufen gefahren, ohne eine bestimmte Präferenz, warum. Einfach halt, die sind in einer guter Reichweite, dass ich sie erreichen kann. Die haben einen riesen Parkplatz, man hat nie Stress und da kriege ich alles. Jetzt kaufe ich nur noch bei Kaufland ein. Warum? Auch da kriege ich alles. Die sind auch in der Nähe, aber die haben eine Ladesäule da stehen, wo Kunden umsonst laden können. Sprich, ich fahre hin, stöpsel an, gehe eine Stunde einkaufen, habe das Auto fast vollgeladen. Also auch für mich eine perfekte Lösung. Gerade auch bei den ganzen Discountern, da haben viele jetzt auch Ideen und Konzepte, dass man eben die Ladesäulen dann kostenfrei zur Verfügung stellt für Kunden. Sprich bei Lidl, bei Aldi Süd, glaube ich, ist es auch schon. Und da werden noch diverse kommen. Und
das ist dann halt auch immer eine gute Möglichkeit. Und so komme ich echt einwandfrei durchs Leben, wollte ich schon sagen, durch den normalen Tag, durch die normale Woche. Alles ganz entspannt auf langen Distanzen. Also wenn man wirklich sagt, man fährt von Dortmund nach München, würde ich halt immer die Tesla Supercharger benutzen. Auch in der Navigation sind die halt direkt eingearbeitet. Sprich, wenn ich sage, ich will nach München, dann sucht er mir schon raus, wo ich idealerweise am besten laden kann. Und dann wirklich als Fallback-Lösung, wenn halt die Supercharger nicht funktionieren oder erreichbar sind und Mobility Plus aus irgendeinem Grund ein Problem macht, habe ich mir noch von Shell eine Karte geholt. Shell fängt jetzt auch an diversen Tankstellen auch Ladestationen aufzubauen. In NRW gibt es, glaube ich, erst 4 oder 5, also auch keine in der Nähe hier. Ich habe es mal geholt, kostet ja nichts, liegt im Auto für Notfall. Aral arbeitet, glaube ich, auch an sowas Ähnlichem. Und ja, zu guter Letzt, die meisten Ladesäulen bieten auch meistens auch noch die Option an, dass man einfach so einen QR-Code scannt, dann mit, keine Ahnung, PayPal oder Kreditkarte bezahlt und dann auch laden kann. Also, dass man, sag ich mal, auf dem Trockenen liegt und nicht laden kann, wenn man eine Ladesäule hat zumindest, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Von daher, unterm Strich, alles gut, wenn man zu Hause nicht laden kann. Man kommt wirklich prima klar. Klar, zu Hause laden ist Optimum halt. Das Auto ist immer vollgeladen am nächsten Morgen. Oder wenn man jetzt hier zum Beispiel am Büro eine Wallbox hätte, dann geht man arbeiten, nimmt abends das Auto raus, gleiche Konzept, nur anders umgedreht. Aber es ist kein Hindernis. Also von daher, wen das zurückgehalten hat, sich ein Tesla oder ein anderes EV zu holen, ja, die Zeit nimmt vorbei. Probiert's aus.